spannend, es wird dramatisch und vielleicht wird es am Ende ja auch ein bisschen verrückt. Der letzte Spieltag in der dritten Liga, es ist der finale Showdown im Kampf um den Aufstieg. Und damit herzlich willkommen zu Heimspiel extra live hier aus Wiesbaden, wo der SVW in Wiesbaden im Heimspiel gegen Halle die große Chance hat, zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte den Aufstieg in die zweite Fußball-Bundesliga zu feiern. Und ich habe ja gesagt, es wird dramatisch. Deswegen schauen wir gleich mal auf die Tabelle der dritten Liga vor diesem letzten Spieltag. Da sehen wir Elversberg. Die sind schon aufgestiegen auf Platz 1, Freiburg 2. Dahinter kann ich aufsteigen, aber danach wird es richtig eng. Gleich 4 Teams kämpfen noch um den Aufstieg in die zweite Liga. Eine Mannschaft wird direkt hochgehen, eine in die Relegation und 2 gehen am Ende leer aus. Und die 4 werden nur getrennt durch einen einzigen Punkt. Und im Falle von Wien Wiesbaden und Osnabrück ist es auch nur ein einziges Tor. Heißt im Klartext, gewinnt Wien Wiesbaden jetzt hier und heute. Das Spiel ist die Relegation sicher in puncto direkter Aufstieg. Da müssen wir aber noch auf die anderen Plätze schauen, unter anderem nach Osnabrück. Das werden wir natürlich machen. Wir haben immer ein Ohr dabei. Und Ihr Kommentator ist Ralf Scholt. Wir gehen jetzt live rein. Schnallen Sie sich an zu Hause. Es wird auf jeden Fall wild. Viel Spaß. Ja, dann mal herzlich willkommen zu diesem Drama-Samstag in der dritten Liga. Das ist ja das Hors d'oeuvre in der Bundesliga und in der zweiten Liga. Geht es ja auch noch spannend zu. Wie herrlich kann so ein Samstag sein? Der Blick auf die durchaus etwas angespannten, aber konzentrierten Spieler aus Wien Wiesbaden hier vorne. Das sind die Gäste vom Halleschen FC. Ja, hier weiß natürlich jeder, wie die Ausgangssituation ist. Jeder weiß, Tore sind notwendig, willkommen und müssen einfach her. Aber der Gegner, der zwar nicht mehr absteigen kann und sportlich damit hier zum Schaulaufen nach Wiesbaden gekommen ist, der geht es durchaus seriös an. Die Mannschaftsaufstellung verrät, alle, die einsatzbereit sind, sind dabei. Nur 2 Veränderungen zum wichtigen letzten Saisonspiel gegen Rot-Weiß Essen am vergangenen Wochenende. Bei Wien Wiesbaden sieht es etwas anders aus, logischerweise, weil ja durch die Sperren von Rheinthaler einfach die Basis der Defensive geändert werden musste. Aber das kennt man ja bei Wien Wiesbaden. Die haben ungefähr 15 Mal mit einer anderen Kette gespielt in dieser Saison. Gezwungenermaßen wurde der Kapitän bei der Platzwahl. Sehr schöne Kulisse. Die Fans aus Wien nicht gut zu unterscheiden von denen des Halleschen FC, weil beide haben Rot als Basisfarbe. Ja, die mannschaftliche Geschlossenheit, sicher eine der Hauptqualitäten von Wien Wiesbaden. Nach dem Platzverweis schon früh am vergangenen Wochenende gegen Elversberg zurückgekommen, den Punkt gerettet, der ja diese Konstellation hier erst ermöglicht hat. Die Gäste wie immer im 4-3-3 und da haben wir den Mann, der heute verantwortlich ist an der Seitenlinie, Markus Kauzinski, der Cheftrainer, ist gesperrt, sitzt versteckt auf der Tribüne. Das war Nils Döring, der sich hier um das Coaching an der Linie für Wien Wiesbaden kümmert. Und der kann Aufstiegsdrama, ist selber mal in einem hochdramatischen Saisonfinale mit Sportfreunden-Siegen in die zweite Liga aufgestiegen. So, da gehen wir mal rein. Pressing-Ansatz wird hier schon gleich deutlich, bis auf die Grundlinie. Ja, so genau stellt sich das Trainerteam der Gastgeber sicher vor. Ja, da haben die Halenser schon große Probleme, sich überhaupt einigermaßen zu befreien mit dem Gesicht zum eigenen Tor. Und dann hilft nur der lange Ball. Ja, Foul dann doch erkannt von Arne Hanig. Und da haben wir ihn, Markus Kauzinski. War nicht ganz klar, wo er sich sein Plätzchen sucht. Hat hier erstmal diese entspannte Haltung am Wellenbrecher auf der Stehtribüne genommen. Aber halbe Stunde vorher und seltsamerweise auch halbe Stunde nach dem Spiel darf er keinen Kontakt zu seiner Mannschaft haben. Wurz mit dem Freistoß. Hollerbach.
Ja, Hollerbach und Petain heute in der Anfangsformation sicher alles auf Torerfolge ausgelegt. Und sie setzen da die Defensive der Gäste schon mächtig unter Druck. Wieder der Ballgewinn. Häuser, Mockenhaupt. Es gibt Abstoß vom Tor der Gäste. Sascha Mockenhaupt, letzte Woche musste er dann wieder aushelfen in der Innenverteidigung nach der roten Karte von Rheinthaler. Die war hart, aber sicher vertreten. Da sind die Gästefans, bereiten ihrer Mannschaft hier ein sehr schönes Saisonfinale in Wiesbaden. Wird doch als Foul gegen Wiesbaden entschieden. Deniz da gefoult. Erste Freistoßgelegenheit für die Gäste. Striezel sortiert seine Vorderleute. Da waren die Wien Wiesbaden dann nicht immer sattelfest im Verteidigen gegen Standardsituationen in dieser Saison. Nehmen das hier mit einer sehr hohen Aufstellung entgegen. Oft eine sehr gute Variante, damit das Geschehen nicht direkt so direkt vorm Tor sich entfaltet. Reus erklärt das dann. Ah, da sind die fußballerischen Qualitäten da gefragt. Kleiner Stolperer da, bei Jonas Niedfeld eigentlich ein souveräner Mann in der Viererkette der Halletzer. Schon deutlich zu erkennen, Halle natürlich nicht so hoch. Warum auch? Haben sie gar keine Veranlassung zu. Die Qualität ihres Nichtabstiegs lag sicher daran, dass sie im zweiten Saisonteil es geschafft haben, vor allen Dingen die Schwächen in der Defensive zu verhindern. Hollerbach aber jetzt. Abwechner ganz souverän. Gutes Stellungsspiel. Halle macht das Spielfeld jetzt ganz klein, hochgerückt. Da muss man sauber abspielen in der Vorbereitung. Ja, das ist ja so ein Spiel, da weiß man nicht, geht's gleich los mit Schwung und mit Dynamik oder legt man sich den Gegner erstmal zurecht? Auch eine Frage natürlich der Geduld, die man mitbringen muss. Schöne Angriffsoption da rein in die Schnittstelle. Aber wieder Fechner, der das hier gut gemacht hat. Ja, in der Offensive hat Halle etwas umgestellt. Bolicki ist wieder dabei. Müller und Berko sind die anderen da in der Sturmspitze. Tom Zimmerschied ist zwar auf der Bank, hat aber noch ein paar gesundheitliche Probleme, wird aber als bester Stürmer der Gäste den Verein wohl in Richtung Elversberg verlassen. Striezel souverän, wenn auch nur mit einer Faust. Oh, da war da große Lücke da hinten drin. Das kann schnell schief gehen. Tunay Deniz mit der Armmanschette war selber etwas überrascht nach dem guten angeschnittenen Ball hier von Nico. Ja, man erkennt schon, dass zweite Bälle oder eben, wenn man selber überspielt wird aus der Pressing-Situation, durchaus ein Problem werden können für Wien Wiesbaden. Kein Problem für Gebhardt.
Aber klar, die Geschwindigkeit, eine der herausragenden Eigenschaften von Benedikt Hollerbach. Ja, und dann haben wir schon die Gelegenheit, einen Blick auf die Blitztabelle zu werfen. So sieht's aus. Saarbrücken führt nämlich schon. Damit wehen auf der 4. Das ist aber noch die alte Tabelle gewesen. Neue kommt gleich. Aber die ersten Veränderungen zeigen dann schon, das ist jetzt die richtige. Ein Tor kann hier so viel bewirken bei diesen engen Konstellationen. So wäre Wehen Wiesbaden auch im nächsten Jahr in der dritten Liga. Wir haben noch jede Menge Zeit. Und das macht schon deutlich, wie hier sich das Drama über die 90 Minuten entwickelt. Rovca heute linksdefensiv sortiert von Nils Döring. Sretoristic hier vorne, Trainer der Gäste, der einen hohen Beliebtheitsgrad durch seine sehr ruhige, besonnene und auf Team ausgerichtete Art bei den Fans aus Halle sich erworben hat. Berko. Ah, da fehlt natürlich die Feinabstimmung bei diesem Ball von der Außenposition. Aber es ist völlig klar, die sind nicht nur zum Zeitvertreib hier. Die wollen hier durchaus mitspielen. Haben ja selber durch Zwickau am vergangenen Wochenende davon profitiert, dass sich Mannschaften, die halt sportlich nichts mehr zu bewegen hatten, reingehängt haben. Und deshalb hat Ristic gesagt, wir machen hier ein ganz normales Spiel, nehmen das hundertprozentig ernst. Da Wien Wiesbaden da immer wieder unter Druck in Verteidigung. Jetzt besser sortiert, aber zweiter Ball ist wieder bei den Gästen. Landgraf. Kann natürlich jetzt auch die Option bieten. Halle aufgerückt, mehr Platz, Hollerbach. Zwei Mann gleich bei ihm, ja, die wissen natürlich um die Geschwindigkeit, aber das ist die Schusschance. Häuser abgeblockt, zweite Chance. Tein, Häuser weggerutscht. Manchmal verunglückt ja so ein Ball dann noch, aber der hat dann völlig den Druck verloren durch den Rutscher hier. Kein Problem dann für Gebhardt. So kann das natürlich gehen. Ballgewinn aus einem Standard oder aus einer aufgerückten Spielkonstellation der Gäste. Und dann die Geschwindigkeit über lange Bälle nutzen. Ja, Wien nimmt die Gäste jetzt ein bisschen später an. Wird aber viel geredet. Dann die Situation zum Nachdrücken. Ja, da war Petain schon dran mit dem Kopf. Fordert da, also auch Mockenhaupt noch eine Station weiter hochrückt. Wieder so riskant da das Spiel von Gebhardt, aber der kann mit dem Fuß fein Fußball spielen. Berko sehr flexibel, geht da mal ins Zentrum, wechselt mal die Seite. Gere, viel Ballbesitz im offensiven Mittelfeld. Schade. War sicher mehr drin nach diesem seltsamen, völlig verunglückten Hakentrick von Deniz. Thank you.
durchaus nicht unriskant, aber wenn man durchkommt, dann passt das natürlich. Gazar wieder mit dem Ball da in die Schnittstelle. Zweite Mal schon der Versuch, diesmal nicht ganz so gut getimt. Ja, da muss die ungewohnt formierte Kette bei Wien Wiesbaden sicher aufpassen. Die steht heute mit Gürling, mit Fechner und mit Brovca. Viele Spielstationen sind da gefragt. Ecke, ja, gibt die Ecke. Guter Einsatz von Petain. Hat da Gazar unter Druck gesetzt. Damit die Chance aus dem Standard für Wien Wiesbaden. Fehlt natürlich mit Reintaler einer der Kopfballstärksten. Holzer mit dem Standard. Ah, Jakobsen hat das Ding dann noch vor der Grundlinie gerettet. Zweite Chance für Wien Wiesbaden. Zu nah vor das Tor, kein Problem. Ja, Gürling da mit der Kopfballchance, aber den hat er nicht Richtung gegnerischen Kasten drücken können. Ihn wieder lang schlagen. Alle Anspielstationen sind entweder abgedeckt oder nicht gut erreichbar. Deshalb Wien Wiesbaden schnell wieder im Ballbesitz. Aber auch die brauchen hier Geduld. Jakobsen, dem muss jetzt der entscheidende Ball gelingen. Raus auf Mockenhardt. Gibt einen Einwurf. Schwierige Situation von da aus, noch den Ball reinzubringen. Alle verteidigt das gut. Aber das war natürlich fahrlässig. Nochmal die Chance da. Berko und Hollerbach. Aber als Foul gewertet. Für mich war das ja ein Zusammenprall. Beide gingen da hin zum Ball. Deshalb beschwert sich für mich Johannes Wurz zu Recht. Eigentlich völlig okay. Bringt sich da durchaus relativ schnell in Probleme. Zu harter Einstieg. Gürling gegen Berko.
das war völlig okay. Ristić bis hierhin zufrieden mit dem Auftritt seines Teams. Stehen hinten recht sicher. Zwei gute Gelegenheiten vorne, haben sich eingemischt. Keine großen Chancen von Wien Wiesbaden zugelassen. Erste Viertelstunde passt für die Gäste. Der passt nicht, viel zu lang. Ein Spiel noch ohne große Höhepunkte. Ja, bei Wien Wiesbaden schaut man natürlich jetzt erstmal auf das Saisonfinale. Alles andere ist untergeordnet. In Halle hat schon die Neuorientierung auch in Richtung nächster Saison begonnen. Da ist man in Gedanken schon beim Saisonabschiedsspiel gegen Borussia Mönchengladbach am kommenden Mittwoch. Und dann Landespokalfinale gegen den Oberligisten Wernigerode. Da ist schon ein großer Fokus der Fans und der Mannschaft durchaus drauf. Und die hier hoffen entweder noch auf die Relegation oder dann gleich auf eine Saison in der zweiten Liga. Ja, wieder diese Unsicherheiten da. Riskanter Ball und der geht dann eben ins Nichts. Aber Wien Wiesbaden kann aus dem Anlaufen auch noch zu wenig Profit schlagen in Form von direktem Ballbesitz. Ja, stark gemacht von Berko. Von geht er etwas die Kontrolle über den Ball. Jetzt braucht Wien Wiesbaden mal eine klare Anspielstation, aber auch das schaffen sie nicht. Landet wieder bei Berko. Das bleibt eine zähe Angelegenheit für beide Teams. Gut sortiert von ihren Trainergespannen. Ristić viel unterwegs an der Linie. Nils Döring vielleicht etwas zurückhaltender. Den Part hat ja normalerweise Markus Kocinski. Da von Gülen versucht den Ball aber da festzumachen. Ja, gut ausgeholfen. Kein Foul, sagt Arning. Oder hat er es doch gepfiffen? Kleines eigentlich taktisches Foul an der Stelle. Gibt aber keine gelbe Karte. Hollerbach. Fehlt noch ein bisschen die Abstimmung da zwischen den beiden offensivsten Wien Wiesbadenern. Jakobsen vorne rein. Wurz. Und das ist jetzt die nächste Ecke. Für die Hausherren gut eingesetzt von Wurz, verlangt da auch immer wieder. Klar, als Kapitän musst du da natürlich auch die Ansprache auf dem Feld haben, nachzurücken, die Räume klein zu machen. Gute Option wieder über Robin Holzer.
Also der war auf jeden Fall schon mal näher dran als der Kopfballversuch davor von Güllen. Bleibt er dabei. Weder rechts noch links bisher irgendeine echte Torgefahr. Noch immer wieder hier solche Situationen. Das geht langsam und zäh vorwärts. Immer der Blick, gibt es eine offensive Einspielstation. Das ist alles abgedeckt. Die Versuche werden sofort unterbunden. Beide Defensivreihen haben da die jeweils gegnerischen Offensivkräfte im Griff. Das mit viel Risiko gespielt, aber nicht belohnt. Ja, mal kurzer Blick auf die anderen Plätze. In Saarbrücken steht es inzwischen 1-1. Dynamo Dresden liegt zurück gegen Oldenburg. Aber beim unmittelbaren Konkurrenten in Osnabrück genauso 0-0 wie hier in Wiesbaden. Also Situation natürlich wieder verbessert durch den Ausgleich von Viktoria Köln in Saarbrücken. Kleines Missverständnis da in der Kommunikation bei Fechner und Kriezel. Letztlich nicht gefährlich, aber auf Kosten einer Ecke für die Gäste. Dabei Abwehrreihen sehr konzentriert. Immer wieder diese sehr abwartende Phase vor dem Spielaufbau. Gebhardt ist da weggerutscht. Offensichtlich haben wir jetzt ja schon 2-3 Mal gesehen. Durchaus Standprobleme. Klar, der Rasen ist ausgiebig gewässert worden. Ist ja doch ein vergleichsweise warmer Mai-Samstag nach den Wochen mit sehr viel Regen, auch hier in Wien-Wiesbaden, ist der Rasen sicher noch etwas dichter als vielleicht sonst am Ende der Saison. Nils Döring hat das volle Vertrauen von Markus Kauzinski zusammen mit Giuliano Modica, Coach der die Mannschaft. Modica hat die Ansprache ans Team gemacht. Aber auch wenn Kauzinski unten an der Linie steht, das ist schon ein Team, die sprechen gemeinsam Wechsel und Umstellungen, die wir durchaus noch erwarten im Laufe des Spiels. Auch bei normaler Konstellation im Team. Bockenhaupts Flanke genauso verunglückt, wie wir das schon einige Male zuvor gesehen haben. Ja, da ist doch eine gehörige Portion Nervosität dabei.
Berko mit sehr vielen Metern immer wieder auf der einen oder auf der anderen Seite. So, dann nochmal der Blick hier auf die Blitztabelle. So ist die Situation. Alles ganz, ganz eng beieinander. Saarbrücken 2:1 in Führung gegangen, deshalb jetzt wieder vor Wien, Wiesbaden und Osnabrück. Nächste Gelegenheit. Bockenhaupt nimmt die Ecke. Nach der Klärung von Landgraf da im Zentrum. Ja, die Viererkette der Hallenser hat das bisher gut im Griff. Nächste Chance, vielleicht jetzt noch eine größere Annäherung. Ja, das ist so. Beste Chance. Gürlin zum dritten. Hat er viel besseres Timing gehabt. Aber dafür steht da natürlich auch einer am Pfosten und klärt die Situation für Halle. Alan Quadast nach dem Kopfball von Gürlin. Andere Seite. Nächste Chance. Druck erhöhen jetzt. Dranbleiben. Ja, auch das eine viel bessere Position. Ivan Petain, wenn es wichtig war in den letzten Wochen, hat er sich reingehauen und getroffen. Heute ist es super wichtig. Alles Abwehr hat sich formiert, aber Wien Wiesbaden sucht da weiter nach dem Schlüssel, hartnäckig darum bemüht, den Ballbesitz zu halten. Hollerbach. Etwas im Rückwärtsfliegen, kein wirklicher Druck. Aber Wien Wiesbaden erhöht auf jeden Fall die Schlagzeil in Richtung des gegnerischen Tores. Stark gemacht, Petain kommt hoch, er kämpft den Ball, geht gleich wieder tief über die Außenposition. Hollerbach, Wurz, jetzt müssen sie noch den Abschluss schaffen. Mockenhaupt. Schöner Angriff von Wien Wiesbaden, aber auch gut wegverteidigt von den Gästen. Es bleibt aber dabei, Wien Wiesbaden in den letzten Minuten viel aktiver. Und Robin Heusser, der muss schon permanent zwischen den Eckpunkten hin und her pendeln. Nächste Option. Ja, früher haben wir drei Ecken, ein Elfer gespielt. Jetzt ist es fünf Ecken, die nächste Chance. Kommt er mal ganz kurz der Griff in Richtung gelber Karte, aber das wäre auch ein bisschen viel gewesen. Timo Gere nach dem Schubser gegen Hollerbach
Ah, der rechte Fuß von Robin Holzer ist stark gefragt heute. Zug zum Tor und da die Chance von Petain, aber Gebhardt bleibt da ganz cool auf der Linie. Gefällt mir sehr gut, Felix Gebhardt, Rückhalt seines Teams in allen schwierigen Situationen bisher. Zentrale Position hier für Petain, aber Gebhardt da ganz gelassen, schaut sich das an und macht diesen kleinen Schritt in die richtige, in die entscheidende Richtung und entschärft die bisher beste Gelegenheit für Ivan Petain und Wien Wiesbaden. Kurze Verletzungsunterbrechung bei Harlang. Wird zur kleinen Trinkpause für alle. Schon richtig warm heute. Und da wird das auch noch ordentlich geteilt dazwischen den Teams. Also da ist überhaupt nichts Aggressives, sondern sportlich faires Verhalten. Gute halbe Stunde gespielt. Wien Wiesbaden hat das Kommando übernommen, eindeutig. Allein es fehlt ein Treffer. Das sind genau die Situation, die sie provozieren wollen. Lässige Abspielfehler, solche Stockfehler oder gleich Fehlpässe. Sofort wieder Druck erhöhen in Richtung der Defensive aus Halle. Missverständnis, schade. Gelegenheit, aber Ballbesitz bleibt bei den Gastgebern. Neuaufbau. Halle hat sich wieder sortiert. Angegriffen. Denis Berko, harter Einsatz da im Zentrum. Aber das war ein ordentlicher Zweikampf zwischen Gürlehen und Berko. Geklärt. Ja, nicht ganz unriskant. Dieses Dribbling da von Jakobsen, aber er hat sich durchgesetzt. Gibt jetzt die Option. Raum ist da. Gilt aber auch für die gegnerische Seite. Boliki haben wir bis jetzt gar nicht gesehen, der Ungar. Verlegenheitsschuss, Luft holen für Tunay, Deniz und Co. Petain bekommt keinen Druck auf den Ball. Schade. Ja, vielleicht ein gutes Mittel, wenn auch Hollerbach, ähnlich wie Berko, stärker die Seiten wechselt und sich damit fast der Manndeckung da auf der linken Angriffsseite entzieht.
musst du natürlich da haben. Gut gemacht, Gino Fechner. Sauberes Timing. Jakobsen. Alle jetzt noch etwas tiefer. Logischerweise wird der Raum für Anspiele oder sich zu bewegen kleiner dadurch. Dann muss so ein Fehler her. Ecke. Nächste Gelegenheit. Heuss hat sich das selbst erkämpft. Keine Ecke. Für mich eine Fehlentscheidung. Ja, das sind manchmal so Kleinigkeiten, die dir etwas die Lust nehmen können. Wen bleibt vorne stehen? Ball gleich wieder da. Jakobsen heute den verspielten Nachmittag gewählt. Aber der Einsatz beim defensiven Mittelfeldspieler, der Gastgeber, stimmt in jedem Fall. Hey, die Gäste nehmen sich hier immer wieder so eine kleine Auszeit. Gebhard ganz entspannt da den Ball zentral hingelegt. Die Anspielstationen positionieren sich, aber sie machen dann zunehmend Fehler im Spielaufbau. Morgenhaupt. Ah, gute Idee, die er hatte. Mrovca und Gürlehn müssen jetzt aufpassen. Gut geklärt von Mrovca, der da gleich auch die Doppelfaust von Striezel bekommt. War wichtig. Wenn Emen Boliki den kontrolliert bekommt, dann wird das richtig gefährlich. Viel Diskussion mit Schiedsrichter Amink. Warum, weiß ich gar nicht so richtig. Zwei Mann bei den Standards stehen, manchmal läuft einer über den Ball drüber, lassen sich die BM Wiesbadener aber nicht von locken. Auch hier gute Idee, aber nicht präzise genug gespielt. Ball geklärt von Nikurin. Kleiner Zwischenstand, keine Veränderungen, 0-0 für Osnabrück gegen Dortmund 2. Dresden liegt zurück gegen Oldenburg. Saarbrücken 2-1 gegen Viktoria Köln. Wien-Wiesbaden ist in Zugzwang. Über Hollerbach. Direkt mal genommen und das ist die Chance. Robin Holzer nimmt volles Risiko. Ja, warum denn nicht? Muss er machen, wenn man schon mal so in Schussposition kommt. Eine Etage tiefer und er macht eine schöne Beule da ins Netz.
wen jetzt deutlich die bessere Mannschaft. Kurz vor der Pause nochmal Druck erhöhen. Und der spielt es sehr lässig da hinten. Felix Gebhardt, aber bis jetzt macht er das super souverän. Bringt allerdings auch seine Vorderleute da immer wieder in Verdrückung. Ja, nachdenkliche Miene bei Nils Döring, wird sicher noch mal, wie auch immer, einen kleinen Austausch mit dem Chefcoach, mit Markus Gauzinski geben. Aber im Prinzip ist ja die Herangehensweise durchaus aufgegangen. Kein wildes Heranrennen, das wäre wahrscheinlich auch sehr gefährlich bei den schnellen Leuten vom Halleschen FC. Aber mit der Geduld die Torchancen erkämpfen und erstreiten. Noch ist genug Zeit, noch gibt es genug Optionen, hier vielleicht auch noch mal nachzulegen in der Offensive. Jakobsen, die Führung! Da ist er, der wichtige Treffer, Bjarke Jakobsen. Ja, und habe ich gesagt, der hat heute seinen verspielten Tag und den macht er doch genauso verspielt da rein. Das erlösende 1-0 für Wien Wiesbaden. Super durchgespielt und ganz cool vollendet. Morza und Wurz dann. Petain legt den Ball rüber. So nehmen sie die Weißen da aus Halle auseinander. Wurz, Petain, Jakobsen und der macht es ganz entspannt. Ja, das ist dann immer so eine Floskel, perfekter Zeitpunkt. Aber das ist natürlich so, wenn du vorher noch die Fragezeichen auf den Gesichtern an der Seite oder auf der Tribüne gesehen hast, dann tut doch die Führung, mit der man dann in die Pause gehen kann, extrem gut. Bin gespannt auf die Reaktion beider Mannschaften. Halle hat sich doch sehr eingekuschelt in der Defensive in den letzten 20 Minuten. Jetzt liegen sie zurück. Aber haben sie die Optionen und die Kraft, hier noch mehr zu bewegen? Sebastian Müller hat einen auf den Knöchel bekommen. Gibt es noch mal Torgefahr für Halle? Und gerät die Führung hier noch mal ins Wackeln. Ja, guter Versuch. Direkt von Denis, aber die letzte Präzision fehlt. Ja, geduldig Chancen erspielt. Die Zahl der Chancen erhöht hinten raus. Bjarke Jakobsen, starkes Spiel im defensiven Mittelfeld, aber eben auch ganz stark als Vollender. Und dadurch steht es jetzt hier 1-0. Natürlich ist das ein ganz dünnes Polster. Ein Treffer in Osnabrück. Und Wien Wiesbaden ist wieder raus aus dem Spiel. Das ist der Spannungsbogen für die zweite Hälfte. Und die kann ja noch viel mehr Drama bringen. Haben wir hier ja auch schon alles gesehen, allerdings in Abstiegssituationen. Jetzt will man hoch in die zweite Liga. Der Weg ist bereitet. Und ich kann mir vorstellen, Sebastian, dass ihr dann gleich auch noch mal einen kleinen Blick auf die aktuelle Tabelle werft. Ja, vielen Dank, Ralf. Das werden wir natürlich gleich machen. Wir werden die erste Halbzeit analysieren mit Max Reinthaler, dem gesperrten Abwehrchef des SV Wien Wiesbaden.
Schauen jetzt aber erstmal auf einen anderen Spieler des SVWW, nämlich auf Dennis Kempe. Der hat heute bekannt gegeben, dass er zum Saisonende, also vielleicht schon heute, seine Karriere beenden wird. Hat 3 Jahre lang hier in Wiesbaden gespielt, davor unter anderem beim KSC und in Aue. 250 Spiele in der zweiten und dritten Liga und jetzt heißt es, wie gesagt, Servus. Und weil wir das vorher schon wussten, durften wir in dieser Woche auf dem Wehner Hallberg drehen und haben sehr intime Einblicke bekommen. Dennis Kempe macht Schluss. Der 36-Jährige beendet nach der Saison seine Karriere und wird am Dienstag von der Mannschaft mit einem Film überrascht. Karriere-Highlights und Familiengrüße. Es wird emotional. Du willst auch deine Karriere weiterführen und ja. Ich bin ganz traurig, dass du aufhörst. Ich hab dich ganz so lieb. Du bist ganz stark, Papa. Du wirst gewinnen. So, der Film ist gelaufen. Dennis, wie war er? Ja, brutale Überraschung. Also sehr emotional. Überhaupt nicht mitgerechnet, dass jetzt sowas kommt heute. Ja, es war total emotional. Ja, Dankbarkeit verspüre ich jetzt. Also es war echt klasse, klasse Überraschung. Aber wir haben ja noch was vor am Wochenende. Ja, das stimmt. Lass uns einen kleinen Spaziergang machen über euren Hallberg. Wenn du jetzt noch mal auf die Karriere zurückblickst und der Film ist ja gelaufen, was war so das absolute Highlight? Was würdest du sagen? Absolutes Highlight. Also klar, für mich persönlich ein Tor des Monats zu schießen, war natürlich etwas ganz Besonderes. Klar, die Aufstiege hat man im Kopf. KSC, ganz besonderer Moment auch. Damals auch mit meinem jetzigen Trainer, Markus Koczynski. Ja, was noch bleibt, negativer Moment. Damals Relegation zur Bundesliga mit dem KSC. Hat mich auch in der Situation damals, ja, auch emotional, glaube ich, wie jeden sehr, sehr getroffen. Aber daran erinnern, ne? Gegen HSV, genau. Das wahnsinnige Spiel, genau. Letzte Minute. Genau, richtig. Und ja, aber überwiegen natürlich die schönen Momente. Und ich denke halt, dass wir jetzt auch hier in Wiesbaden ein wundervolles Jahr hatten, auch mit jeden Widrigkeiten, die wir hatten, gut umgegangen sind. Und jetzt hoffen wir auf den krönenden Abschluss. Das wird passen zur Karriere, ne? Klar. Das erhoffe ich mir natürlich. Du bist 36, ne? Ja. Wann ist die Entscheidung bei dir gereift, wo du gesagt hast, okay, das ist jetzt die letzte Saison, das ist mein letztes Spiel? Ja, also ich habe mir für diese Saison noch sehr viel vorgenommen. Da habe ich mich leider im ersten Spiel direkt verletzt gegen Dortmund 2. Eine langwierige Geschichte, Innenbandriss, der nicht so gut ausgeheilt ist, weil ich schon mal dort was hatte. Und da war es irgendwie soweit, ich habe es irgendwie gespürt, irgendwie in mir drin, und da habe ich schon im Winter beschlossen, dass das meine letzte Saison sein wird. Meine Tochter ist 6, mein Sohn ist 12, und da habe ich die Zeichen auch so ein bisschen gedeutet. Ne? Da kam immer mehr, Papa, wir vermissen dich so, und das habe ich natürlich auch mit reinspielen lassen. Ne? Und ich denke, jetzt können wir am Ende meiner Karriere noch was richtig Gutes schaffen. Das habe ich den Jungs gerade auch noch mal gesagt, dass wir noch was vorhaben. Du hast über Familie schon geredet, hast aber noch nicht deinen Bruder erwähnt. Das müssen wir natürlich auch noch. Klar. Tobi, ne, mit den Lilien aufgestiegen. Mhm. Jetzt gerade könnte ein Doppelaufstieg sein. Was verbindet dich mit ihm? Das ist ja auch nicht, ist ja auch was Besonderes, dass zwei Brüder so eine Karriere hinlegen und dann jetzt auch noch fast eine Nachbarschaft spielen. Ja, natürlich. Wir waren, seit wir jugendlich sind, eigentlich getrennt. Er irgendwo in Bremen, ich in Gladbach. Dann er in Aue, ich in Karlsruhe, dann mal im Ausland und so. Und ja, wir haben jetzt natürlich die letzten 3 Jahre sehr genossen, weil wir natürlich auch als Brüder mal wieder mehr Zeit haben konnten. Und ja, es war eigentlich so, wir haben gesagt, wir können die Zeit nicht aufholen, aber wir wollen jetzt in Zukunft viel Zeit miteinander verbringen, auch er als Vater, und halt Quality Time haben. Ne? Jetzt ist natürlich sensationell, dass er den Bundesliga-Aufstieg geschafft hat mit Darmstadt. Das habe ich ihm so sehr gewünscht.
Er ist jetzt auch in einem fortgeschrittenen Alter, Richtung Herbst seiner Karriere. Ich habe gesagt, ich werde jetzt hoffentlich nachziehen, dann haben wir da auch noch mal eine runde Sache. Dafür versuche ich natürlich alles jetzt auch am nächsten Wochenende, das in Wirklichkeit zu bringen. Ja. Dennis, vielen lieben Dank und dabei auch alles, gerne, alles Gute. Gerne, gerne. Danke dir. Danke. Danke. Ja, Dennis Kempel sagt Servus, das waren sehr intime Einblicke. Wir wollen jetzt gleich das analysieren, was hier alles passiert ist in der ersten Halbzeit. Und das mit Max Reinthaler, dem gesperrten Abwehrchef des SVW in Wiesbaden. Hallo, danke schön. Dankeschön. Lassen Sie uns erstmal kurz bei Dennis Kempel noch bleiben. Wir haben es gesehen, dieser emotionale Film eben. Ihr habt ihn zusammen am Dienstag geguckt. Wie war es denn? Ihr musstet ein paar Tränchen trocknen bei ihm. Ja, auf jeden Fall. Also nicht nur bei ihm. Ich glaube, der ein oder andere Spieler hat auch ein Tränchen verdrückt. Ja, unbeschreiblich. Also, keine Ahnung, über 250, 300 Spiele gemacht. Eine Riesenkarriere geht zu Ende. Und ein unheimlich guter Typ, geiler Typ. Ich bin echt froh, dass ich noch ein Jahr mit ihm spielen konnte und ihn kennenlernen durfte. Hat jetzt dieses Jahr eine oder andere Verletzung gehabt, aber ich glaube, jetzt ist er fit und jetzt hoffen wir, dass er auch noch einen würdigen Abschied bekommt. So, dann schauen wir mal kurz für die vielleicht, die auch später zugestiegen sind, auf die Tabelle. Aktuell sieht es nämlich so aus, dass ihr, dass der SVW in Wiesbaden auf einem Aufstiegsplatz steht. Ja, ich habe es selber noch nicht geguckt. Ich gesagt, hier können wir drauf gucken, da ist sie. Ich habe selber noch nicht geguckt. Wir haben gesagt, euch auf Platz 3, ja, 70 Punkte. Ich gucke eigentlich nicht, wollte ich sagen, aber jetzt wenn es dir gezeigt wird, dann muss ich sagen, ja, so kann es gerne bleiben. Ja, sieht nicht so schlecht aus, ne? Ich will mal ganz kurz die Ergebnisse durchgehen. Also Osnabrück gegen Dortmund 0-0, Dresden-Oldenburg 1-1 und Saarbrücken gegen Köln 2-1. Heißt im Grunde tatsächlich, aktuell wärt ihr aufgestiegen. Was macht das mit Ihnen? Sie müssen doch da oben verrückt sein auf der Tribüne. Gerade ein bisschen Gänsehaut, wenn man so hört. Ich hoffe, es bleibt bis zum Ende so oder am Ende nach den 90 Minuten ist die Tabelle immer noch so. Ja, da oben ist Zittern und man fiebert mit und man würde gerne irgendwie helfen, irgendwas machen, aber es geht halt nicht. Und deswegen vollstes Vertrauen in die Mannschaft und ins Trainerteam und alles. Und bis jetzt, glaube ich, haben wir es ordentlich gemacht. Ich glaube, ab der 25., 30. Minuten sind wir auch nach vorne besser ins Spiel gekommen. Hinten haben wir wenig zugelassen. Darf gerne so bleiben und so weitergehen. Hier im Stadion werden ja keine Zwischenstände durchgesagt, damit das die Spieler auf dem Rasen nicht irritiert. Zwischenzeitlich war es mal so, Saarbrücken hat geführt, da wart ihr sogar ganz aus der Verlosung raus. Haben Sie das mitbekommen auf der Tribüne? Bei Ihnen läuft das Handy nicht heiß? Nee, wie gesagt, bei mir läuft das Handy nicht. Ich gucke mit meinem Kollegen und den paar anderen, die auf der Mannschaft sind, sind wir oben. Der eine oder andere schaut zwischendurch mal drauf. Ich habe gesagt, bitte mir nichts sagen. Nee, wir können eh nur das beeinflussen, was hier läuft. Wir haben gesagt, wir wollen das Spiel unbedingt gewinnen. Natürlich würden wir gerne ein Tor mehr schießen wie die anderen, die auf den anderen Plätzen sind. Aber wir können nur das beeinflussen, was hier ist. Und deswegen müssen wir darauf fokussiert sein. Und die Jungs machen es bis jetzt echt gut. Es sind ja nicht nur Sie gesperrt nach der roten Karte letzte Woche in Elversberg, sondern auch der Trainer, auch Markus Kauzinski. Der sitzt irgendwo in der Loge versteckt, habe ich gehört. Haben Sie den gesehen? Wie geht's dem denn? Also ich habe ihn heute noch nicht gesehen. Der sitzt irgendwo versteckt, wie Sie schon gesagt haben. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Werden ihn wahrscheinlich dann irgendwann nach dem Spiel sehen. Aber wie war das denn in der Trainingswoche, wenn der Trainer gesperrt ist? Wie waren da jetzt auch am Spieltag so die letzten Abläufe? Nils Döring hat das übernommen. Können Sie uns da einen kleinen Einblick geben? Ja. Haben Sie da was mitbekommen? Ja, die Trainingswoche ist alles normal geblieben. Der Trainer war ja die ganze Zeit dabei. Und klar hat er das ein oder andere Mal das kommuniziert und gesagt, dass alles gleich bleibt. Es bleibt am Ende auch alles gleich, weil klar, der Trainer ist nicht da. Aber ich glaube, Nils und Mocky, die zwei Co-Trainer, die machen das schon das ganze Jahr über überragend. Und der Trainer hat es, glaube ich, auch die Woche schon ein paar Mal gesagt, dass vollstes Vertrauen da ist. Und das ist auch von der Mannschaft da. Da laufen die Strukturen einfach so weiter, ne? Ja, genau. Dann lassen Sie uns doch vielleicht mal auf ein paar Highlights der ersten Halbzeit blicken. Wir haben zum Beispiel einen Kopfball aus der 29. Minute geleihen, war das, nach einer Ecke von Robin Häuser. Wahrscheinlich wird es auch gleich eingespielt, da ist es. Ja, hier im Video schaut es danach aus. Weiß nicht, ob er reingegangen wäre, von der Tribüne sah es aus, als wäre er 100% reingegangen. Er klärt ihn noch gut auf der Linie. Ich glaube, ab da sind wir dann so ein bisschen auch nach vorne, haben wir mehr Druck entfacht, ein bisschen eben die in der eigenen Hälfte eingeschnürt. Und ich glaube, da waren dann noch ein, zwei Standards, die gefährlich gekommen sind. Und am Ende dann haben wir uns mit dem Tor auch ein bisschen für die Phase belohnt dann. Wir können uns die nächste Chance noch angucken. Das war dann Ivan Bretain. Das war wieder ein Kopfball, 33. Minute. Auch Standard, wie Sie schon gesagt haben. Ja, hätte man mehr draus machen können. Ja, ich glaube, es ist ein bisschen schwierig für ihn, da noch richtig viel Druck dahinter zu kriegen. Ich glaube, wenn er genau in die Ecke geht, dann tut sich der Torwart schwer. So, ich weiß nicht, wenn er links rüber
Ja, ist schwierig. Kann man mehr draus machen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass man unbedingt muss. Ja, wir sind auf Standards brutal gefährlich, waren wir das ganze Jahr schon, weil wir einfach eine brutale Wucht haben und auch die Größe mitbringen. Ich hoffe und bin guter Dinge, dass da heute noch einer reinfliegt. Die ersten 20 Minuten waren ein bisschen abwartend, ein bisschen verhalten. War das sogar Absicht, um an so einem letzten Spieltag nicht gleich die pure Emotion und Hektik auf dem Platz aufkommen zu lassen? Ja, ob das geplant war. Natürlich wollten wir früh, man will immer früh ein Tor schießen, wenn es geht. Aber ich glaube, wir haben gesagt, dass wir nicht überpacen dürfen, weil, wie gesagt, wichtig ist, dass wir das Spiel gewinnen, weil dann sind wir sicher in der Relegation. Und wir müssen jetzt nicht irgendwie von Anfang an hier auf Teufel komm raus spielen. Deswegen, so in der Phase war es jetzt nicht geplant, aber wie gesagt, wir sind 1-0 in Führung und das ist alles gut. So, und dann wollen wir uns die Führung auch mal angucken. Das war kurz vor der Halbzeitpause, Bjarke, Jakobsen, so ein bisschen Erlösung dann hier in der Brita Arena. Vielleicht, Max, sagen Sie was dazu? Ja, wir machen super Druck, das hat man von oben schon gesehen. Wir sind 1-1 zugeordnet, Bjarke kommt richtig gut nach vorne und dann haben wir einen überragenden Ballgewinn. Und aus solchen Ballgewinnen musst du dann die Tore machen. Wie gesagt, ich glaube, wir spielen einmal rüber, quer, nochmal quer und dann nimmt er den ersten super Kontakt. Ivan spielt den rüber. Er nimmt den super mit. Toller macht noch einen wichtigen Laufweg und dann, ja, war es wichtig, dass er den reinmacht. Und dann merkt man auch, manchmal wird ja der SVW in Wiesbaden ein bisschen für seine Zuschauer auch belächelt. Aber hier war ordentlich was los in der Hütte dann. Ja, heute muss man allgemein sagen, überragend. Ich glaube, dass sie uns schon das ganze Jahr ordentlich unterstützen. Und was heute da los ist, ist noch mal eine Schippe mehr. Ich war vorhin bei der Autogrammstunde hinten in der West. Und ja, ist einfach super, wenn so bei so einem Wetter, wenn so eine Kulisse dann da ist, das reißt auch die ganze Mannschaft mit. Was glauben Sie, was geht in den Spielerköpfen jetzt vor in der Kabine? Um ehrlich zu sein, hoffe ich nicht so viel, weil ich glaube, Nachdenken ist im Fußball nicht so gut. Ich glaube, die Jungs müssen einfach machen. Ihr Spiel machen. Und mit unserer Qualität und mit dem, was wir dieses Jahr schon gezeigt haben, glaube ich, dass wir da vieles richtig machen können. Und alles andere, wie gesagt, die anderen Plätze, das können wir alles nicht beeinflussen. Wir können nur das beeinflussen, was hier ist. Und die erste Halbzeit war gut. Hoffentlich können wir sogar noch eine Schippe drauflegen. Und am Ende müssen wir das Spiel gewinnen. Sie wissen ja, wie Aufstieg funktioniert, ne? Mit Hansa Rostock vor 2 Jahren war es, glaube ich, genau. Schon mal aufgestiegen von der dritten in die zweite. Mhm. Haben Sie den Jungs ein bisschen davon erzählt? Ja, eigentlich habe ich nur gesagt, dass bei meinem ersten und letzten Aufstieg, da saß ich auch auf der Tribüne im letzten Spiel. Vielleicht ist es ein gutes Omen, wir werden sehen nach der 90. Es ist auf der Tribüne, wie gesagt, man fiebert mit, man hat Gänsehaut und am liebsten wird man auf dem Platz stehen. Aber wie gesagt, es ist jetzt so und die Jungs machen super und deswegen einfach weitermachen. Normal spielen Sie ja zentral, hinten in der Mitte, in der Abwehr, dirigieren das so ein bisschen, Ihre Vertretung. Was würden Sie sagen? Klappt eigentlich ganz gut. Halle hatte einen Distanzschuss, mehr war es ja fast nicht. Ich glaube, hinten, also vor unserem Tor, ist bis jetzt noch gar nichts angebrannt. Wir haben 2, 3 Ecken, einen Distanzschuss, wie Sie gesagt haben. Ja, Ammo macht super. Wir haben ja schon das öfter mal in anderen Konstellationen gespielt. Wie gesagt, Ammo macht das super bis jetzt. Und jetzt gibt es noch 45 Minuten, genau gleich weitermachen. Dann bin ich guter Dinge. Max Reinthaler, vielen lieben Dank für die Analyse. Wieder ab auf die Tribüne, weiter zittern. Vielen Dank und hoffen. Jawohl. Daumen drücken. Danke. So ist es. Vielen Dank, Max. Wir gehen jetzt auch gleich wieder rein, live ins Spiel oder sofort rein ins Spiel. Die Mannschaften sind da. Ihr Kommentator ist weiterhin Ralf Scholz. Bitte schön. Ja, und was hat der Abwehrchef gesagt? Ich hoffe, die haben nicht so viel nachgedacht. Kommen aber doch mit viel Diskussionen raus. Hier sieht man das sehr schön. Alle nochmal in Gesprächen untereinander. Das ist sicher auch ein bisschen Anfeuern nochmal. Die Aktivierung nach der Pause, um gleich wieder reinzustarten. In Drama Teil 2 gilt auch für die Gäste aus Halle. Die werden jetzt aber wechseln. Aaron Herzog, habe ich schon gesehen, wird auf jeden Fall kommen. Aber es kann durchaus sein, ja, hier links, das ist Aaron Herzog. Und auch Dominik Stecik kommt rein. Einer der sonst gesetzten Stürmer bei den Gästen. Also durchaus die Ausrichtung in Richtung mehr Offensive. Dürfen wir gespannt sein, wie sie das dann auch sortieren und umsetzen. Nochmal kurz die kleine Ansage von Sreto Ristić. Und wir sind dann wirklich gespannt auf die zweiten 45 Minuten. Hatten ja schon in der ersten Hälfte jetzt einige
Veränderungen, was das Tabellenbild angeht. Und das bleibt natürlich bis zur letzten Sekunde hochspannend. Ja, Ristic hat ja angekündigt, wir werden sicher etwas wechseln, vielleicht auch ein bisschen was ausprobieren in Richtung des Landespokalfinales. Ist der Weg für die Gäste in den DFB-Pokal, da wird Wien Wiesbaden ja in jedem Fall spielen. Aber natürlich für Drittligisten oder potenzielle Zweitligisten eine wichtige Station. Alang, Vorsicht, Stritzel, aufgepasst. In der Mitte war nämlich Stetschik relativ frei. Schöne Aktion hier auf der Außenbahn. Hat der Nico Rieble doch auf dem falschen Fuß erwischt. Der hat aber jetzt hier dann gleich auch wieder Standprobleme. Florian Stritzel sehr souverän. Ja, nehmen wir mal das Hinspiel als Muster. Da hat Wien Wiesbaden 3-0 geführt zur Pause. Hat das dann nicht seriös zu Ende gespielt. Am Ende haben sie sich noch in Probleme gebracht. Das Spiel endete 3-2, zwar als Sieg, aber doch durchaus mit einem etwas schwächeren Ende. Körperlich ist die Mannschaft von Markus Kauzinski topfit. Und wenn hier nicht wieder irgendwas dazwischen kommt in Richtung gelb-roter oder rosa Karten, sollten sie das heute auf jeden Fall komplett durchziehen können. Das müssen sie aber auch, denn dieses 1-0 ist wirklich nur das Mindestmaß, das sie brauchen, um im Aufstiegsdrama weiter gute Karten zu haben. Ja, gut abgelaufen, gut aufgepasst. Defensive bleibt sehr stabil. So, und in dieser Sekunde fällt ein Tor in Osnabrück, aber für die Gäste aus Dortmund. Dortmund 2, also 1-0 in Führung, verbessert die Situation für Wien Wiesbaden. Tja, bekommst du das als Fan mit? Willst du das überhaupt hören als Fan? Willst du das als Trainer hören, als Spieler? Ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten. Eigentlich sollte man sich zunächst mal auf sein Spiel konzentrieren, weil das war ja in der Ausgangsposition klar, wenn Wien Wiesbaden seine Hausaufgabe hier gegen Halle erfüllt und mit einem Sieg abschließt, haben sie mindestens die Relegation, auch wenn du direkt aufsteigen kannst. Ist natürlich der komfortablere Weg. Ja, Mofza hat dagegen Stetschik jetzt ein bisschen Mismatch, kleiner, nicht ganz so wuchtig wie der Stürmer aus Halle. Gespielt. Aber Hollerbach gelingt es nicht, den Ball wirklich zu kontrollieren.
Dann ist die Abwehr wieder da. Ja, die Frage nach einem potenziellen Relegationsgegner wird ja auch erst morgen beantwortet. Gibt es noch einige Optionen? Braunschweig, Nürnberg, Bielefeld, alle noch in der Verlosung drin. Diese Saisonfinals in den unterschiedlichen Ligen sind ja über die Relegation dann doch immer miteinander verzahnt. Und in allen Ligen ist noch jede Menge Feuer drin. So, werfen wir noch mal einen Blick auf die aktuelle Situation. Also Elversberg vorne, Freiburg, wie gesagt, kann nicht aufsteigen wie in Wiesbaden. Jetzt mit dem Punktevorsprung sowohl gegen Saarbrücken als auch gegen Dresden und Osnabrück. Hat eingestiegen. Freistoß ist völlig zu Recht gepfiffen von Arning. Aber da machen sie relativ wenig draus. Ja, kurz Vorteil laufen lassen nach dem Foul gegen Bulicki. Fechner war es. Gürlin war es. Fechner war das zweite Einsteigen gegen Gere, aber das erste Foul hat Arne Arning hier zurecht gepfiffen. Bin ich gespannt, ob sie das jetzt besser machen. Sieht eher nach einem direkten Versuch aus. Fällt da direkt in die Dreiermauer. Zweite Chance. Berko. Vorsicht. Ja, Wien Wiesbaden nicht rausgerückt. Nächste Chance. Haben aber da Probleme, sich zu befreien. Berko wieder. Und das ist der Ausgleich. Nein, Offensiv-Foul gegeben. Natürlich Proteste. Das sollten wir uns noch mal anschauen. Klar, robuster Einsatz gegen Jakobsen. Nicht vergessen, dritte Liga, kein Video Assistant Referee, soll ja geändert werden. Aber die technischen Voraussetzungen sind noch nicht durchgängig gegeben. Deshalb die Entscheidung von Arne Arning. Er hat aber sofort gepfiffen, nicht gewartet. Aufregung bei den Gästen natürlich. Und man erkennt schon, wie haarig so eine 1:0-Führung ist. Eine Unachtsamkeit und die schönsten Träume sind dahin. Einsatz von Berko, genauso gepfiffen, da muss man sich, glaube ich, nicht beschweren. Ja, nochmal diese Situation. In der Mitte der Zweikampf. Ah, das ist natürlich wirklich an der Grenze. Abseits ist es auf gar keinen Fall. Und das ist für mich eigentlich auch kein Foul. Da hat Wien Wiesbaden Glück gehabt. Ja, es gibt schon wieder eine neue Tabellensituation. Ingolstadt hat ausgeglichen gegen Elversberg. Dadurch ist Freiburg jetzt ganz vorne und dann Elversberg, Wien, Wiesbaden, direkter Aufsteiger. Saarbrücken ginge so in die Relegation. So, nochmal hier
diese Situation. Bolicki ist da der entscheidende Stürmer mit der 29. Der geht hier Richtung Jakobsen, aber das ist für mich kein Foul. Ja, die beiden Wechsel bei Halle haben auf jeden Fall vom Kopf her eine andere Orientierung in Richtung Offensive ausgelöst. Wien Wiesbaden doch mehr mit Abwehraufgaben unterwegs in den ersten 10 Minuten dieser zweiten Hälfte. Spiele auf Vollerbach gelingen nicht so gut, wie sie sich das hier natürlich wünschen würden. Jakobsen wieder mit dem Ballgewinn, Spiel beruhigen, wieder sortieren und neu anlaufen. Über Berko findet er die Anspieloption. Nein. Strafraum aber auch nicht gut besetzt von den Gästen. Bleiben dann doch defensiv stehen. Hollerbach beschwert sich hier über das Zeichen des Assistenten da an der Linie, der auf Foul entschieden hat. Nächster Wechsel. Elias Löder kommt für Andor Bolicki. Der Ungar keine großen Momente in der ersten Hälfte, aber eben diese strittige Situation. Für mich war das eine Fehlentscheidung. Hier noch einmal eingelaufen und Jakobsen fällt da schon vorher. Arning deutet an, gedrückt vom Stürmer. Daher faul entschieden. Ja, ist eine Tatsachenentscheidung. Nicht mehr zu ändern. Kann man natürlich diskutieren. Stellen Sie sich vor, jetzt ginge es um den Abstieg mit so einem Tor oder Nicht-Tor für den hallischen FC. Da wäre hier natürlich noch ganz anders Aufregung drin. Etwas mehr härtere Fouls. In der zweiten Hälfte noch bricht hier keine Hektik aus, aber dass die Entscheidung naht, merkt man an einer Grundnervosität, die zunimmt in dieser Partie. Liegt schon wieder einer. Ja, gelbe Karte gegen Häuser nach dem Einsteigen gegen Kasar, als taktisches Foul gewertet von Schiri Arne Arik.
genau im Sichtfeld des Schiedsrichters, kurz eingehakt, festgehalten. Das ist korrekt entschieden. Da eigentlich den zweiten Schuss für Kasar anzubringen, aber der schlägt über den Ball Hollerbach. Das ist eine klare gelbe Karte. Ging es nur gegen den Mann Hollerbach mit seiner Geschwindigkeit. Natürlich da auch große Gefahr. Wurz erkämpft den Ball und dann bleibt Nico Hug nur der Griff an beide Schultern von Benny Hollerbach. So, Elversberg hat die Führung übernommen, ist wieder vorne vor Freiburg. Wien-Wiesbaden hat sich nicht geändert. Die Situation ist im Moment der direkte Aufsteiger. Wiesbaden legt nach. Brooklyn-Nese kommt rein. Gürleyen geht raus. Wird dann sicher eine Umstellung geben in der Dreierkette. Vielleicht stellen sie auch das System um auf Vierer, ist auch denkbar. Eze, ja, eher ein Mann für das offensive Mittelfeld. Ja, das hat er gut gemacht. Eze mit Schulterproblemen vor zwei Spielen hat er sich da verletzt, hat sich aber wieder fit gemeldet im Laufe der Woche und deshalb heute eine Option. Da war er gleich am Ball. Na, Jakobsen bleibt da kurz sitzen. Hat er sich nicht wehgetan? Nee, ist wieder dabei. Ich sehe, gleich guter Ball da vorne rein. Wird abseits gepfiffen. Stimmt. Glaube ich doch durchaus schon so. Wechselein geht weiter. Jannes Vollert kommt. Dafür geht Ayas Kasar raus. In der Regel schwierige Phase für den Spielfluss, wenn so viel gewechselt wird, wenn doch die Dynamik des Spiels sich stark verändern kann. Da hat Wien Wiesbaden nicht immer in den letzten Wochen gut ausgesehen. In Elversberg haben sie in Unterzahl super als Mannschaft reagiert. Aber jetzt gilt es ja durchaus, sich noch mal ein bisschen Luft und ein kleines Polster zu erarbeiten. Ein zweites Tor kann da Wunder wirken. Mit dem nächsten Stand. Ja, und Max Reintaler hat es ja in der Pause gesagt. Wucht ist reichlich vorhanden. Ein gutes Füßchen da von Häuser sicher auch. Den nimmt er nochmal. Das war aber ohne
Druck auf das gegnerische Tor. Das ist clever gemacht. Gibt den Eckball. In Wiesbaden bleibt übrigens bei Dreierkette mit Rieble, Morfza und Fechner. Und dazu dann Mockenhaupt und Ise auf den, Außenbahnen. Nicht so souverän, die Chance. Mockenhaupt haut sich da rein. Ich glaube gar nicht, dass er aufs Tor gegangen wäre, aber Sascha Mockenhaupt geht da auf Nummer sicher. Ja, Stritzel bekommt den Ball da nur ungenügend weit weg. Vorarbeiter von Herzog. Ja, der hätte doch gepasst. Aus der Situation wird das relativ deutlich. Johannes Wurz geht raus. Nächster Wechsel. Rose, ein Mann für Energie von der Bank, hat da in den letzten Spielen immer wieder für gefährliche Aktionen auch gegen Ende des Spiels gesorgt. Jetzt aber erstmal Hollerbach. Na, wenigstens den nächsten Eckball erkämpft. Hollerbach viel gelaufen, viel gekämpft, aber den hatte die Abwehr der Gäste wirklich gut im Griff. Jakobsen zeigt auf. Da geht es auch lang Richtung Jakobsen. Da fehlt dann der Abnehmer. Nicht ganz aufgegangen, dieses versuchte Doppelpassspiel. Jakobsen, harter Einsatz da. Gegen Stešić. Nehmen. Versuch da immer wieder einzugreifen von beiden Trainern, erkennt man, dass sie ihre jetzt umformierten Mannschaften noch nicht da haben, wo sie sie gerne haben wollen. Klar, jeder Spieler bringt ja etwas andere Qualitäten mit. Entschieden. Für mich zu Recht.
Malang geht da ins Laufduell, aber auch ins körperliche Duell gegen Eze. Der hat da sicher sowohl was die Kilos angeht, aber auch was die Position und die Geschwindigkeit angeht, Vorteile. Das hat er hier sehr gut gemacht. Naja, ärgert sich ein bisschen, weil Lukas Harlang da noch mal so ein bisschen nachgestochert hatte. Gibt es noch zwei Worte, aber das passt schon. Petain. Das Spiel kann immer noch in alle Richtungen kippen. In Wiesbaden nicht so souverän wie zu Beginn der zweiten Hälfte und vor allen Dingen nicht wie die letzten 20 Minuten der ersten Hälfte. Es sind noch 20 Minuten, so eine kleine Schlussoffensive täte jetzt sicher noch gut, auch wenn im Moment die Tabellensituation etwas eingemauert erscheint. Die Führung und die Abstände auf den relevanten Plätzen sind so klein, da kann es in der Schlussphase noch Veränderungen in alle Richtungen geben. Signalisiert sofort, gar nichts, weiterspielen. Klein, dann das Foul. Das ist eher ein Frustfoul gewesen von Lukas Harlang. Eben schon diese kleine Nickeligkeit gegen Eze. Und jetzt rutscht er danach, nachdem er hier den Freistoß oder den Elfmeterpfiff, den er gerne gehabt hätte, nicht bekommt, zu Recht nicht bekommt. Gegen Heuzer verlegt er dann den Ball und dann geht er da halt einfach noch mal mit allem Frust hinterher. Die gelbe Karte hat er sich verdient. Nils Göring lässt Hollerbach noch drauf. War, glaube ich, noch mal die Aufforderung, ein paar Minuten alles reinzuhauen. Die Veränderung in der Spielweise der Gäste aus Halle wird in dieser zweiten Hälfte durchaus deutlich. Stabiler in der Defensive, das hat sie vom Abstiegsplatz weggebracht. Aber sie sind auch bemüht, wirklich Fußball zu spielen. Hier dann gestoppt durch das Foul von Jakobsen und immer wieder die Möglichkeiten im Standard.
Jonas Niedfeld mit aufgerückt, macht aber da in der Defensive eine ganz starke Partie gegen Hollerbach, den er wirklich nahezu abmeldet, auch wenn er die Geschwindigkeit nicht hat, aber wo er steht, wie er den anläuft und abläuft, das ist schon stark. Letzte Viertelstunde mit Nachspielzeit. Kommt das Spiel hier noch einen anderen Dreh? Gelingt es Wien Wiesbaden noch zur weiteren Beruhigung ihrer Gemeinde beizutragen durch ein mögliches zweites Tor? Osnabrück liegt weiter zurück. Das ist zunächst mal der entscheidende Gegner. Und Wien Wiesbaden macht Druck. Mockenhaupt. Hollerbach. Und da ist er, die Chance. Riesenchance für Kian Froese. Aber super gehalten von Felix Gebhardt. Mockenhaupt, Petain und Froese. Aber Gebhardt löst das da zum Jubel seiner Mitspieler. Souverän, auch auf der Linie, ganz stark. Super die Ecke antizipiert, weil wenn du da nicht dich auf den Weg machst, dann hast du gar keine Chance bei diesem Schuss aus kurzer Distanz von Kian Froese. Hollerbach. Wien haut jetzt wieder den Gang mit Beschleunigung rein. Wechsel bei den Gästen. Berko, ganz starke Partie im ersten Durchgang. Und dann kommt im letzten Saisonspiel doch noch Tom Zimmerschied. Ich habe es am Anfang schon gesagt, wird heftigst vom potenziellen Aufsteiger Elversberg umworben. Also auch für ihn könnte es in die zweite Liga gehen. Kommt hier noch das letzte knappe Viertelstündchen mit Nachspielzeit, wird das schon darauf hinauslaufen in dieser Partie. Und Ristić bleibt dabei. Da sind keine Sicherungs- oder Vorsichtswechsel, sondern der will hier weiter mitspielen. Etwas zu lässig da von Jakobsen, hatte eigentlich eine gute Position und den Ball, Spielfeld vor sich, Takt zu lange gewartet. Ja. Kleines Foul von Mrovca. Ja, das will natürlich Tom Zimmerschied schon auch so. Ganz leicht der Kontakt am Arm, aber der Kontakt ist eben da. Und deshalb zu Recht dieser Freistoß. Gere mit links.
oder eben den Ball auflegen. Der direkte Versuch, aber jetzt zum wiederholten Male direkt in die Mauer. Auch die zweite Chance. Sauber abgewehrt. Ja, und dann schauen wir noch mal rein. So ist die aktuelle Situation. Wir gehen in die Schlussphase. Elversberg ist vorne. Freiburg können nicht aufsteigen. Wien Wiesbaden im Moment auf dem direkten Aufstiegsplatz. Saarbrücken liegt vorne. Dresden und Osnabrück im Moment im Nachteil. Starkes Laufduell da von Kian Strouse mit Ball am Fuß, schneller als seine Gegner. Aber abgebrochen, ruhiger Neuaufbau der Hausherren. Ja, davon haben wir viel gesehen, diese körperliche Art von Nietfeld. Da Benedikt Hollerbach einfach keine Option zu geben, den Ball anzunehmen, zu verarbeiten, seine Geschwindigkeit einzusetzen. Er hat viel gearbeitet, der Stürmer des SVW in Wiesbaden. Und zum x-ten Mal Holzer mit dem Standard. Ja, jetzt wüsste man gerne, ist den Spielern das bewusst, dass sie im Moment direkt aufsteigen würden? Tafazofa kommt noch rein. Dafür geht der Mann für die Standards raus. Starkes Spiel gemacht. Holzer und auch Benny Hollerbach. Für ihn Iredale, auch einer, der immer wieder mit viel Engagement von der Bank kommt. Da haben sie gute Optionen in dieser Saison gehabt. Auch in der Phase, als sie geschwächelt haben, haben sie als Mannschaft zusammengestanden, haben sich wieder in die Position gebracht, jetzt hier direkt aufsteigen zu können in die zweite Liga. Iredale, auch der hat ordentlich Geschwindigkeit, Nietfeld, der hat auch etwas mehr Masse gegen den Defensivmann der Hallenser. Gross. Da fand Sofa da gefallen, war aber glaube ich eher ein Zusammenstoß, deshalb zu Recht kein Pfiff von Arning. Kurze Diskussion dann nochmal zwischen Tafazofa und dem Schiedsrichter. Ah, jetzt wird es langsam unruhiger und hektischer da bei Döring und Monika auf der Bank. Ja, und jetzt musst du dir Markus Kauzinski vorstellen, der irgendwo das Ganze zuschaut und anschaut und nichts machen kann, außer zittern und mit dem Ohr auf den anderen Plätzen zu sein. Sein Team fightet hier nochmal in der Schlussphase in Richtung eines möglichen zweiten Treffers und einer vorzeitigen Entscheidung. Über 8000 Zuschauer heute hier, sehr schöne Stimmung im kleinen Schmuckkästchen in Wiesbaden. Easy. Ja,
kann man mal machen. Aber dann sollte jetzt auch eine Ecke bei rausspringen. Tut's nicht. Aber ein. Die Fans jubeln schon, das Spiel plätschert etwas so dahin. Beteiligt nochmal, keine Schussposition. Schaffen sie den Abschluss hier noch aus dieser Offensivaktion? Erstmal nichts, aber Jakobsen vielleicht. Der hat ja bis jetzt als einziger die Lösung gefunden in diesem Spiel mit seinem Treffer zum 1:0. Konter. Gut gespielt. Vorteil. Ja, und Mrowca haut sich da rein. Etwas glücklich bleibt er da am Ball. Aber gleich wieder weg. Ja, es ist ein bisschen unruhig. Jetzt kein klares Spiel mehr. Beide auf der letzten Rille unterwegs. Saisonfinale. Richtig warm da unten in dem Kessel. Und vor allen Dingen die Offensivkräfte bei WN Wiesbaden und die Defensive der Gäste aus Halle, die mussten ordentlich ackern. Nochmal Ecke für die Gäste. Döring hat da schon seine Flasche umgekickt. Ist aber im Eifer des Gefechts beim Hin- und Herlaufen passiert, war jetzt kein Schuss vom früheren Spieler, der hier übrigens in Wiesbaden geboren ist. Also der weiß, was das bedeutet, ein möglicher dritter Aufstieg in die zweite Liga. Aber erstmal sind die Gäste noch mal am Drücker. Von Rieble, starkes Spiel, erste Halbzeit auf der linken Seite, jetzt hinten in der Dreierkette nochmal Gefahr für das Tor von Florian Striezel. Der hat bis jetzt alles weggeholt, einmal Sascha Mockenhaupt, der da mit dem Kopf reingegangen ist. Aber nochmal die Schusssituation und dann nochmal Striezel, packt ihn und hat ihn. Niedfeld damit. Dem Abschluss, ja, da war natürlich viel Betrieb, das Nachstochern auf die linke Hand von Striezel. Aber Halle macht hier alles, wehrt sich. Dann fällt ihm der Ball da noch mal kurz weg. Deshalb Elias Löder mit dem Fuß zum Ball. Und das ist völlig in Ordnung, dass er das versucht. Und macht, trifft natürlich da Striezel und dann ist es vor. Na klar, dann kriegt er die Stollen ab, tut natürlich saumäßig weh. Einmal drunter gucken unter den Torwarthandschuh, die Fans feiern. Gehe davon aus, dass die meisten hier die Situation kennen. Elversberg führt 2:1 in Ingolstadt.
Saarbrücken führt 2:1 zu Hause gegen Viktoria Köln. Aber entscheidend ist, dass Osnabrück 0:1 zurückliegt gegen die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund. Das ist derzeit das Tabellenbild. Elversberg vor Freiburg und Wien Wiesbaden wäre so direkt in der zweiten Liga. Jetzt haben wir nur noch die Nachspielzeit. Dann warten auf die Endergebnisse von den anderen Plätzen. Hier sind es 3 Minuten. Nochmal Eierdey, der hier voll in den Zweikampf reinsprintet. Ja, Ball erkämpft. Einwurf Schwarz. Arne Arning bleibt auch in den hektischen Sekunden hier ganz cool. Einmal hat er für mich falsch gelegen. Der vermeintliche Ausgleich von Boliki. Da hat er faul entschieden und zu starken Arm- und Handeinsatz des Ungarn gegen Jakobsen. Das erschließt sich für mich aus den Zeitlupen nicht. Auch hier Hand rausgegangen von Kearns Froese. Deshalb nochmal Ball für die Gäste. Da wird sich schon auf den Platzsturm vorbereitet. Wichtige Zweikämpfe, die da gewonnen werden. Und da gehen die Fäuste sofort hoch und der Jubel auch. Aber da war noch mal so ein kurzes Luftanhalten bei allen Fans des SVW in Wiesbaden. Und auch wenn der mal in Richtung Tribünendach geht von Eze, macht jetzt gar nichts. Hektische Schlusssekunden. Wien Wiesbaden noch mal in der Defensive. Ja, es bleibt ein Durcheinander. Ja, Befreiungsschlag. Statt den Ball einfach kontrolliert rauszuspielen. In Osnabrück ist der Ausgleich gefallen. Und hier ist das Spiel zu Ende. Wien Wiesbaden ist auf jeden Fall in der Relegation. Ob es aber tatsächlich direkt der Aufstieg in die zweite Liga ist, ist noch nicht ausgemacht. Denn das Spiel in Osnabrück ist noch nicht vorbei. Trotzdem brechen natürlich jetzt hier erstmal alle Zurückhaltungen und das ist auch richtig so. Die gehen davon aus, weil sie die Veränderung des Ergebnisses in Osnabrück nicht kennen, dass der Weg direkt in die zweite Liga geht. Aber der Platzsturm ist vorbereitet, vorbesprochen mit den Fangruppen und die Tore sind natürlich alle offen, denn das gehört ja auch dazu nach so einer Saison, die in jedem Fall mit einem sehr positiven Ende für Wien Wiesbaden endet. Benny Hollerbach hier mittendrin mit den Fans im Jubeltanz. Ja, und ich warte natürlich auf die Nachricht aus Osnabrück. Ist das Spiel vorbei? Geht das da noch weiter? Das Spiel ist noch nicht vorbei. 1:1 zwischen dem VfL Osnabrück und Dortmund 2. Also ganz hinten raus kriegt das jetzt hier schon noch mal einen Drive. Auch wenn wir da jetzt einfach abwarten müssen.
in welche Richtung sich das Ganze sortiert. Ivan Petain mit seinen 15 Treffern natürlich maßgeblich an dieser Konstellation beteiligt. Auch er stürzt sich da mitten rein in die Fans. Tolle Szene. 2-1 jetzt gerade gefallen für Osnabrück. Was eine Schlussphase. Damit heißt es Relegation für Wien Wiesbaden. Sechste Minute der Nachspielzeit beim VfL Osnabrück. Da wurde noch mal lange diskutiert, ob das Tor zählt. Aber das Tor zählt. Das heißt, der Jubel ist sicher berechtigt hier, aber es ist nicht der uneingeschränkte Jubel. Die Saison geht noch weiter für den SVW in Wiesbaden. So, dann schauen wir vielleicht noch mal zur Klärung auf die Tabelle, was das jetzt heißt. Ja, aber da sehen wir jetzt schon viele, die auf ihr Handy schauen und sich das nochmal vergegenwärtigen wollen. Das ist natürlich eine hochdramatische Schlussphase, die da aus Osnabrück rüberschwappt. 0-1 bis in die Nachspielzeit zurückgelegen. Dann Doppelschlag der Osnabrücker. Tja, und die Jungs sind süß, aber ich glaube, sie haben noch nicht die letzte Situation übermittelt und erklärt bekommen. Osnabrück ist übrigens noch nicht abgepfiffen. Das Spiel ist noch im Gange. Aber die Ausgangssituation war ja klar. Osnabrück vor diesem Spiel eine Position vor Wien Wiesbaden. Beide haben mit einem Torunterschied gewonnen. Also dadurch ist klar, dass Wien Wiesbaden in die Relegation geht. Ja, Sebastian, dann wollen wir mal gucken, ob das da schon alle unten bei euch auf dem Rasen realisiert haben. Bitte, ihr beiden. Warte mal. Ja, lieber Ralf, jetzt ist, wir müssen uns mal kurz einen Moment zurückziehen. Brooklyn, der See war gerade hier. Brooklyn? Einen Moment bitte. Ja, ist jetzt natürlich große Enttäuschung. Wir haben ihm eben gerade gesagt, dass Osnabrück das 2-1 geschossen hat. Brooklyn? 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 Brooklyn, also in Osnabrück ist das Spiel fertig. Die haben noch das 2-1 gemacht, sind aufgestiegen. Das erfahren Sie jetzt von mir zum ersten Mal. Das tut weh jetzt, ne? Na klar, tut es weh. Ich dachte nach dem Abpfiff, dass wir aufgestiegen sind. Aber ja. Jetzt haben wir noch zwei Spiele, zwei Relegationsspiele. Natürlich ist das schade für die Mannschaft, wir haben super gekämpft. Aber ja, wir müssen jetzt die zwei Spiele als Sieger vorgehen und so den Aufstieg klar machen. Wart ihr irgendwie informiert, was auf den anderen Plätzen losging? Hier im Stadion hat man das ja gar nicht mitgekriegt, dieses Drama in Osnabrück. Ich habe nur mitbekommen, als ich eingewechselt wurde, dass es, glaube ich, 1-0 für Dortmund stand. Und ja, und jetzt nach so einer Nachricht, natürlich sind wir alle enttäuscht. Aber Respekt an die Mannschaft, wie wir das durchgezogen haben, wie wir mit Leidenschaft gespielt haben. Und ja, jetzt müssen wir es halt anders klar machen, aber das trau ich uns auf jeden Fall auch zu. Jetzt geht's in die Relegation. Nach so einer emotionalen Achterbahnfahrt heute, ihr wart eigentlich schon der Aufsteiger, ähnlich wie Schalke damals Meister gewesen ist. Wie richtet man sich denn da jetzt wieder auf? Ich habe selber dafür keine Worte. Ich weiß, wie man sich aufrichtet danach. Auf jeden Fall müssen wir uns bis nächste Woche auf jeden Fall gerafft haben. Wieder mit der gleichen Emotionalität, der gleichen Leidenschaft rangehen und dann können wir es auch schaffen. Brooklyn, ich sehe, vielen Dank. Ich merke, es fällt Ihnen nicht leicht, deswegen toi, toi, toi. Und ich gehe wieder zurück zu Ralf, bitte. Ja, das ist natürlich eine schwierige Situation. Einige haben jetzt auf ihren Handys nachgeschaut und vergewissern sich jetzt, stimmt das wirklich? Ja, es stimmt. Der VfL Osnabrück hat das Spiel in der Nachspielzeit gegen Dortmund gedreht. Dadurch ist das jetzt hier die aktuelle Situation. Und da schauen Sie natürlich alle ein bisschen ungläubig auf Ihre jeweiligen Informationen. Elversberg ist durch, Freiburg kann nicht aufsteigen. Osnabrück hat es direkt noch geschafft mit einem unglaublichen Schlussspurt gegen Dortmund. Und Wien Wiesbaden
ist in der Relegation. Das ist nach den letzten Wochen durchaus als Erfolg zu werten. Aber die Aufgabe kann natürlich richtig schwer werden. Denken wir zum Beispiel an Bielefeld oder an Nürnberg. Nicht nur, dass da natürlich Traditionsclubs warten, attraktiv wird das Ganze, aber das sind auch durchaus spielstarke Zweitligamannschaften, die dann in der Relegation kommen. Da fällt morgen erst die Entscheidung, werden wir natürlich auch alles intensiv verfolgen. Ja, jetzt kippt das hier so ein bisschen um in, haben wir doch noch nicht den endgültigen Jubel. Alle stehen jetzt hier in kleinen oder größeren Gruppen und sind ein bisschen konsterniert nach dem sehr ausgelassenen, fröhlichen und endgültigen Jubel. Ja, die Kollegen von Magenta machen natürlich jetzt da auch ihre Nachbesprechungen. Und bevor Sebastian mit vielleicht noch dem nächsten Interviewgast übernehmen kann, schauen wir noch mal auf die Massen unmittelbar nach dem Spiel. Ja, das Tor von Bjarke Jakobsen hat hier erst die Erlösung gebracht, aber ist am Ende nicht genug, nicht ausreichend, um im Torverhältnis an Osnabrück vorbeizuziehen. Aber da muss man auch sagen, das ist schon ein Drama ganz hinten raus. Hier nochmal dieses eine, das einzige Tor dieser Partie in der überragenden Phase rausgespielt über Wurz, über Petain und dann Jakobsen mit dem Treffer zur 1:0-Führung. Letztlich auch der Endstand in dieser Partie. Davon hätten sie noch mehr gebraucht. Aber mit dem Schlusspfiff sah es ja so aus, als würde das der goldene Treffer, der Treffer zum direkten Aufstieg sein. Ist dann nicht so gekommen. Das ist wirklich Wahnsinn. Später in der Sportschau gibt es dazu hier nochmal alle Reaktionen. Natürlich auch die Tore und die Momente von den anderen Plätzen, die das Ganze hier ein bisschen umgekippt haben. In Nachdenklichkeit, in auch so ein bisschen Ratlosigkeit bei den Fans, die jetzt hier in den Gesichtern gut abzulesen ist. Und dann bist du so nah dran. Und ja, Markus Kaczynski war natürlich auf der Tribüne, wahrscheinlich auch schon im siebten Himmel. Aber vielleicht war er einer der wenigen, der informiert war über die Situation. Ja, und Sebastian, dann gehört euch da das letzte Wort. Ja, bei mir ist Ahmet Gülen. Ganz, ganz bitterer Moment. Ihr dachtet, ihr seid schon aufgestiegen, ähnlich als Schalke damals dachte, sie seien Meister gewesen. Platzsturm und so. Nehmen Sie uns mal mit in Ihre Gefühlswelt, dass es jetzt doch nicht gereicht hat. Ja, also traurig bin ich jetzt nicht. Ich habe nur gesehen, wie alle angefangen haben zu feiern. Dann, natürlich, da macht jeder auch mit, aber da haben wir so halbwegs mitbekommen, dass das Ergebnis drüben ein bisschen anders gelaufen ist. Und ja, dafür kann man nichts. Ich meine, wir sind so weit gekommen. Jetzt sind wir halt in der Relegation. Unser Ziel war es eh heute, erstmal einen Sieg rauszuholen. Das haben wir jetzt geschafft. Jetzt, jetzt warten wir halt eine Woche länger und dann feiern wir halt in einer Woche. Jetzt müsst ihr gucken, wer es morgen wird in der Relegation. Wie richtet ihr euch denn jetzt wieder auf? Das ist ja mental vielleicht auch nicht so einfach. Ja, nicht einfach, aber wir haben keine Angst. Egal welcher Gegner, jeder soll kommen, wer kommen soll. Deswegen, die sind alle herzlich willkommen hier in Wiesbaden und deswegen, wir sind heiß drauf. Und ja. Ahmet Gülen, vielen lieben Dank. Ja, das war es hier aus Wiesbaden. Schön, dass Sie mit dabei gewesen sind. Das war ein Drama, so wie wir es versprochen haben. Wir werden natürlich den Weg des SVW in Wiesbaden weiter verfolgen. Schauen Sie mal rein auf hessenschau.de. Und die nächste Sportsendung, die gibt es dann morgen hier auch aus Wiesbaden, 15.30 Uhr, das Pfingst-3-Turnier. So, jetzt erstmal durchatmen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Samstag. Machen Sie es gut. Ciao.